In Zentral- und Südwestchina hat eine anhaltende Hitzewelle zu einer schweren Dürre geführt. Bauern suchen verzweifelt Wege, ihre Äcker zu bewässern. Viele der Äcker weisen Risse auf. In Qinghuang County der Provinz Hunan sind die Spalten schon so groß wie eine Faust. Laut offiziellen Angaben sind in der Provinz Guizhou bereits 4 Millionen Quadratkilometer Ackerboden von der Dürre betroffen. Und 1 Million Einwohner und über 500.000 Tiere haben zu wenig Trinkwasser. In der Stadt Guiyang hat die Getreideproduktion stark abgenommen. Wasserreservoirs trocknen aus. Der Wasserstand 20% niedriger als letztes Jahr. Auch viele Städte der Provinz Hubei leiden unter der Dürre. Dort sind etwa 3 Millionen Quadratkilometer Ackerland betroffen. Dorfbewohner improvisieren, um ihr Land zu bewässern. Sie verwandeln Lastwagen in Wassertransporter oder mobilisieren Arbeitsgruppen, um Wasser zu den Feldern zu bringen. Es funktioniert ganz gut. Ein Lastwagen kann 8-mal Wasser liefern und das Wasser reicht für die Bewässerung von 5 Morgen. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua litten bereits im Juni allein in der Provinz Guizhou etwa 8 Millionen Menschen unter dem Wassermangel.